Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den aktuellen Stand des Smart Meter Rollouts in der deutschen Energiewirtschaft. Der Smart Meter Rollout ist ja ein Thema, was uns seit Jahren begleitet in unserer Branche. Man sagt auch immer, andere Länder seien uns da voraus oder die seien weiter, die haben den schon abgeschlossen. Aber tatsächlich geht es da ja auch um andere Technologien. Wir haben in Deutschland sehr, sehr klare Vorstellungen rund um IT-Security, Datenschutz und Co. Aber gleichzeitig weiß jeder, der sich nur minimal damit beschäftigt, dass wir in einem lächerlichen Zustand sind, was den Fortschritt des Rollouts angeht. Und naja, wir gucken uns einfach mal an, was sind eigentlich die Dokumente, die man heutzutage so findet, die irgendwie relevant sind und einen aktuellen Stand wiedergeben. Vor allem natürlich beim BSI, unserer Aufsichtsbehörde für eben genau das Thema der IT-Security. Und ja, was kann man vielleicht noch so erwarten und wo geht es vielleicht noch hin? Also bin ich mal hier unten in der Ecke und wir fangen mal an beim BSI, einfach beim Thema Smart Metering Systems. Das ist praktisch so die Haupt-Landing-Page. Da sehen wir nur so ein PDF, was offen gesagt ziemliches Blabla nur darstellt. Aber unter dieser Seite sind dann die diversen Links und hier wird es dann durchaus interessanter. Wer sich grundsätzlich mal mit der Technologie auf noch einem hohen Level auseinandersetzen will, der kann sich hier die Seiten wie Smart Meter Gateway und Sicherheitsmodul und kryptografische Vorgaben anschauen. Da geht es erstmal noch sehr grob drum, was bauen wir da eigentlich ein, weil schlussendlich läuft es ja darauf hinaus, die richtigen intelligenten Messsysteme sind Zähler, die für jede Viertelstunde aufschreiben, was der Energieverbrauch bei der anliegenden Wohnung oder dem anliegenden Einspeiser war. Und das wird in der Datenbank geschrieben und über ein Smart Meter Gateway, das ist dann der eigentliche Kommunikationsweg, wird an alle Berechtigten, das sind dann der Messstellenbetreiber, der Netzbetreiber, der Versorger, Dienstleister, die jeweils Freigaben haben, der Zugriff gegeben, also gesagt, hey, in der letzten Viertelstunde wurde jetzt das hier verbraucht. Oder nach einem Monat wird gesagt, das war jetzt der Monatsverbrauch, oder nach einem Jahr wird ausgelesen, das war jetzt der Jahresverbrauch. Also je nachdem, was man ja damit machen will. Für die Abrechnung von Endkunden ist es eigentlich irrelevant, da brauchen wir eigentlich nur nach einem Jahr das Ergebnis, aber über diese Viertelstunden können wir sehr gut aufschreiben, ja, was ist denn das Verbrauchsverhalten, um besser absehen zu können, wann brauchen wir wie viel Strom eigentlich an welcher Stelle im Netz, ne? Dafür ist das sinnvoll. Fürs Netz dementsprechend ist es sehr gut für die Berechnungen, ne? Wann ist wie viel Strom wo, auch wie viel wird wann eingespeist, wann wird wie viel verbraucht, wann wird wie viel gespeichert, das ist super hilfreich, weil wir bisher sehr viel über den Daumen gepeilt machen. Dementsprechend kann das super spannend werden, also richtig, richtig interessant für den Anwender, für uns Verbraucher wird es erst dann, wenn wir noch Erweiterungen haben, so in Richtung von Smart Home, Fernsteuerungsmöglichkeiten, automatische Abstimmung von Solaranlage, Speicher und Elektromobil-Ladestation und vielleicht noch Einspeisung ins Netz, für das man dann auch noch Geld bekommen könnte, ne? Wenn das automatisch oder zielführend abgestimmt ist, wenn wegen anhand von Börsenstrompreisen, ne, dann könnte das alles irgendwie echt sinnvoll sein. Wir sind aber bei weitem noch nicht da und wenn man sich dann so den aktuellen konkreten Stand anschauen will, dann wäre hier sowas wie Übersicht Schutzprofile und technische Richtlinien interessant. Das sind erstmal die Rahmenbedingungen, die wir sehen für den, ich sag mal, Stand der Technik. Und dann die Marktanalyse wäre eigentlich das ganz zentrale Dokument, in welchem wir nämlich eigentlich jährlich zum Januar sehen würden, wo steht denn der Markt aktuell, was sagt die Behörde BSI oder das Amt BSI dazu, wo wir denn gerade sind und wie sich das weiterentwickelt. Nun ist aber diese Marktanalyse, wie wir gleich sehen werden, eine Weile schon nicht mehr veröffentlicht worden. Dann gibt es den Roadmap-Prozess. Wer sich wirklich tiefgreifend damit auseinandersetzen will, wie das alles läuft, ist hier richtig aufgehoben. Da gucken wir auch gleich rein. Das sind viele interessante Dokumente. Und na gut, Kontakt, wenn man eine Frage stellen will. Aber es ist eine Behörde, es ist ein Amt. Also da braucht man jetzt nicht erwarten, dass es so verbraucherschutztechnisch sofort irgendwie eine hilfreiche Antwort käme. Wir gehen mal dann hier auf die Seite Marktanalyse. Da soll nun also eigentlich jedes Jahr seit Januar 2019 zum Ende des Januars veröffentlicht werden, wo stehen wir aktuell. Das ist dann im Januar 2020 auch nochmal passiert und damals auch gesagt worden, hey, wir sind soweit, wir können den Rollout der intelligenten Messsysteme starten, weil es genügend voneinander unabhängige Hersteller gibt, die zertifiziert worden sind vom BSI. Nun wissen wir ja mittlerweile, dass diese Zertifizierungen womöglich auch nicht so ganz korrekt gelaufen sind und nach dem berühmten OVG-Urteil aus Nordrhein-Westfalen nicht nur da ein Stopp und eine große Unsicherheit in die Branche kam, sondern mittlerweile auch das BSI dann gesagt hat, wir nehmen alles zurück.
Aber wir haben mittlerweile auch neu zertifiziert. Na okay, wie sieht das nun aus? Es gab eigentlich die Allgemeinverfügung, die dann damals sagte im Februar 2020, dass der Rollout beginnen kann. Ne? Technische Möglichkeiten zum Einbau besteht und dementsprechend kann ab sofort eingebaut werden. So. Nun hat man dann aber festgestellt, nee, machen wir doch nicht. Also Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Allgemeinverfügung. Ne? Man nimmt das also zurück, haut aber noch eine weitere Allgemeinverfügung raus zur Feststellung nach neuem Messstellenbetriebsgesetz. Im letzten Jahr dann, diese Hersteller sind nochmal neu zertifiziert worden und dementsprechend kann der Rollout einfach weitergehen. Ne? Das war damals vor einem halben Jahr ungefähr. Aber was für mich als Beobachter und jemand, der auch auf solche Quellen gut angewiesen ist, sehr schade ist. Naja, wir hatten damals die Marktanalyse 1.0, das war also 2019. Dann hatten wir die 1.1, das war Anfang 2020. Und dann hatten wir die 1.2, das war im Oktober 2020. Und jetzt sind wir nun im November 2022. Seitdem gab es keine weitere Veröffentlichung. Ne? Eine Version 1.3 kam nicht mehr. Und kommt wahrscheinlich auch nicht mehr, aber dazu gleich noch mehr. Also diese Dokumente als Marktanalyse, die ja wirklich mal gesagt haben, wo stehen wir gerade, ne? Was ist der Status der Umsetzung des Rollouts, ne? Auch überhaupt der Technik und des Rollouts, welche Gruppen sind jetzt genau betroffen, was kann als nächstes erwartet werden, bla bla bla, welche Dienstleister sind am Markt zertifiziert und so weiter, das ist nun seit über 2 Jahren nicht mehr veröffentlicht worden. Kann man also gewissermaßen sagen, da hat das Bundesamt wahrscheinlich andere Dinge als wichtiger erachtet, zum Beispiel überhaupt grundsätzlich hier den großen Zweifel an der Gültigkeit des Rollouts erstmal aus dem Weg zu räumen. Man hört nun aber von den diversen Veranstaltungen wie den Metering Days und auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dass es spätestens Anfang 2023 hier einen großen Neustart, könnte man sagen, geben soll, wo verschiedene behördliche oder bürokratische Hürden abgebaut werden sollen und dann der Rollout endlich richtig losgehen soll. Naja, okay, gucken wir mal. Wer nun wissen will, wie dieser Rollout genauer aussehen könnte und wo vielleicht auch die Weiterentwicklung zu sehen ist, für den ist dann diese Seite Roadmap-Prozess interessant, die hier mit verlinkt war auf der Landingpage. Naja, man liest hier schon was von nächster Entwicklungsstufe. Hier unten gibt es dann nämlich diverse Dokumente. Einerseits die Standardisierungsstrategie. Das ist schon ein etwas älteres Dokument, was auf 77 Seiten im Großen und Ganzen zusammenfasst, was wir unter Smart Meter Rollout in Deutschland verstehen, was dahinter stecken soll und wie wir das überhaupt grundsätzlich weiterentwickeln wollen, nämlich am Ende, dass nicht nur der klassische Stromzähler, Gaszähler auf diese Weise ausgelesen werden soll und gesteuert werden soll, sondern vielleicht eben auch, naja, überhaupt weitere Sachen im Netz und die Smart City und das Smart Home, ne? Also hier sehen wir es ja auch, Elektromobilität soll da mit reinspielen und andere Services, die dann alle gemeinsam auf dieser Plattform des Smart Meter Gateways laufen sollen. Naja, das ist so der Wunsch, wo es hingehen soll. Gucken wir mal, was genau passiert. Aber aktuell sind wir halt wirklich noch nicht so weit. Na, also in dieser Standardisierungsstrategie stehen halt viele Sachen rund um das strategische Vorhaben des Rollouts. Das ist also nicht uninteressant. Darunter verlinkt sind die technischen Eckpunkte. Dazu haben wir auch, also wir haben zu diesen ganzen Dokumenten auch mal separate Videos gemacht auf dem Kanal. Diese technischen Eckpunkte sind dann nochmal so eine, ja, auf 36 Seiten etwas greifbarere, weil meistens nur auf ein, zwei Seiten beschriebene Darstellung, ja, was ist denn eigentlich die Technik, die wir jetzt vorhaben und die hier noch zu erwarten ist und wo stehen wir jeweils in der Funktion, um die es gerade geht. Ne? Wir lesen ja hier sowas wie Fernsteuerung von Anlagen. Da geht es zum Beispiel ja auch um die Solaranlage und den Speicher. Die Messung selbst weiterentwickeln. Die Anbindung von Anlagen im Wide Area Network, also praktisch im Internet des Smart Meter Gateways. Die weitere Messung von anderen Sensoren und die Ladeinfrastrukturanbindung. Also wir haben hier verschiedene Aspekte, die in diesen technischen Eckpunkten einfach so ein bisschen eingeschätzt werden. Na, wo stehen wir da gerade und was soll da noch so kommen? Naja, ist nicht uninteressant, aber
Gleichzeitig hat auch schon wieder ein Dokument, was ein bisschen älter geworden ist. Dann finden wir das Stufenmodell. Und das Stufenmodell 1.0, das ist auch schon ein bisschen älter gewesen. Dann gab es mal die Version 2, die jetzt schon, ich würde sagen, das Dokument ist, was am meisten aussagt. Es ist mittlerweile getrennt in diverse Unter-PDFs. Und dann sehen wir sowas wie Grundlagen und Methodik, energiewirtschaftliche Anwendungsfälle, das klingt interessant, Stand der Technik, Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung, Ausblick auf weitere Spezifikationen und Anhang. Gehen wir doch mal in die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle. Das ist in Summe, ich sage mal, 120 Seiten lang, also alle Dokumente zusammen. Die einzelnen sind dann mal so bei 30 Seiten. Und dann seht ihr hier eben, was sind die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle? Also was wollen wir eigentlich machen mit den Smart Metern? Hier Erhebung von abrechnungsrelevanten Daten, Fernauslesung, Teilnahme am Regelenergiemarkt und so weiter. Und dann habt ihr hier jeweils in diesen EAFs, in diesen energiewirtschaftlichen Anwendungsfällen, eine Tabelle, die also beschreibt, um was geht es dabei, was ist der Nutzen, was ist der rechtliche Hintergrund, welche Marktrollen sind davon betroffen, was wollen wir damit eigentlich machen und wo stehen wir gerade auch? Also sowohl qualitativ als auch quantitativ. Muss man überhaupt noch die Technologie weiterentwickeln? Muss man Software weiterentwickeln? Ist der Rollout nicht weit genug, um das wirksam umzusetzen und so weiter? Das kann man so ein bisschen daher rauslesen. Von daher sind diese EAFs auch nicht uninteressant. Also auch das kann man sich mal anschauen, wenn man über diese energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle verstehen will, was wollen wir denn eigentlich mit den Smart Metern machen? Also hier gerne reinlesen. Aber das war es dann auch schon wieder. Also das ist nett für so ein strategisches Verständnis davon, wo wir nun eigentlich hinwollen. Für die aktuellen klaren Aussagen des BSI war halt immer die Marktanalyse gedacht, die wir nun seit über 2 Jahren gar nicht mehr bekommen haben. Man muss also ein bisschen weitersuchen. Man kann jetzt einerseits, wenn man technischer interessiert ist, in die Übersicht der Schutzprofile und technischen Richtlinien nochmal reinschauen. Das ist halt sich schon ein Stück weit IT-technischer. Wen das interessiert, diese Common Criteria, also CC-Dokumente, sind im Großen und Ganzen die beschreibende Grundlage der Smart Meter überhaupt. Also was können die, was sollen die können und was ist die Funktionalität von Hardware und Software in diesen Geräten. Die technischen Profile, die hier im Weiteren noch zu lesen sind, oder technischen Richtlinien, die beschreiben eben einzelne Bereiche, wie was macht das Gateway selbst, wie funktioniert die Interoperabilität, also das Untereinander von verschiedenen Geräten verschiedener Hersteller. Wie funktioniert die Verschlüsselung? Wie funktioniert die Anbindung von weiteren Geräten im Smart Home zum Beispiel? Diese minus 5 ist aktuell noch nicht hier veröffentlicht. Die wurde konsultiert. Wir haben da auch diverse Anpassungen für die GPKE, die kommen sollte. Das kennen wir als den Universalbestellprozess. Das haben wir, glaube ich, auch auf dem Kanal mal besprochen. Das wird ja dann demnächst noch veröffentlicht, ist halt aktuell, soweit ich weiß, beim Wirtschaftsministerium. So. Und wie funktioniert dann die Administration von weitem? Also da wird dann eher eingespielt vom Administrator, was eigentlich oder wie die Auslesung funktionieren soll. Also welcher Zähler soll eigentlich welche Granularität von Daten, also jede Viertelstunde oder nur täglich oder nur monatlich, an das Gateway schicken und wie soll das dann an wen verteilt werden? Das programmiert praktisch der Gateway-Administrator ein über diverse Profile, die er dann auf das Gateway einspielt. Naja, dann haben wir ungefähr eine Idee davon, was ist also die Strategie, was ist die etwas operative Ausgestaltung und was ist die Technik dahinter. Dennoch, wo stehen wir denn heute? Und da kann man dann eventuell halbwegs was herauserfahren aus dem Ausschuss Gateway-Standardisierung, der beim BMWK, also beim Wirtschaftsministerium, und mit dem BSI gemeinsam geführt wird. Hier gab es dann diverse Sitzungen in 2021, wo also auch über da verschiedene Details gesprochen wurde. Jedoch ist da auch eine Weile nichts mehr passiert. Dann haben wir plötzlich eine dritte Sitzung im März 2022 gesehen, wo, im Formblatt und der Niederschrift eigentlich nur gesagt wird, wer war anwesend und okay, aber dann kommt die Zusammenstellung der eingereichten Impulspapiere. Hier Veröffentlichungsstand Ende Juni. Wir sehen aber auch ein PDF mit 8 Megabyte.
Das ist nämlich 87 Seiten lang und hat doch ein paar interessante Inhalte. Jedoch, wenn man es schon liest, eingereichte Impulspapiere, dann heißt das, dass hier die Teilnehmer und Gäste des Ausschusses, das sind dann also Branchenverbandsvertreter, Hersteller, Dienstleister im Kontext Smart Metering und Gateway, dass die hier Impulse eingereicht haben, also Vorstellungen und Ideen davon, wo könnte sich nun also unser Rollout hinbewegen, was wollen wir eigentlich noch im Weiteren erwarten, wo sind vielleicht bürokratische Hürden, die weg müssen, wo sind vielleicht technologische Fähigkeiten, die wir unbedingt noch brauchen. Und da kann man ja am Anfang mal schauen, ne, wer hat hier was eingereicht. Ne, Arbeitsgemeinschaft, dann der Branchenverband BDW, Heizungsindustrie, deutsche Industrie, erneuerbare Energien, Energiemarktdienstleister, Bitkom und so weiter. Ne. Wir finden also die ganzen Einreichungen, auch wie viele Einreichungen es dann jeweils gab und ab welcher Seite im Dokument man die dann findet. Und wenn man dann runterscrollt in diese Dokumente oder in die Einreichungen selbst, dann sehen wir halt zum Beispiel hier vom Bundesverband Wärmepumpe e.V., das Impulspapier, Vereinfachung und Beschleunigung der Standardisierung für die Digitalisierung der Energiewende. Dann wird halt so ein bisschen was erklärt. Ja, wir hätten gerne Folgendes damit erreicht. Und dann steht hier diese Maßnahmenblätter. Maßnahme, branchenspezifische Empfehlung für die Umsetzung von Kommunikationssystemen in der Fernwärmeversorgung. Was ist das Problem? Was ist der Vorschlag der Maßnahme? Wie soll das umgesetzt werden? Welchen Effekt hat das auf Geschwindigkeit, die Funktion untereinander und auch auf die Sicherheit, auf die Cybersicherheit im geheimen Cyberraum, wo die Hacker im Darknet wahrscheinlich sich bewegen. Nee, also jedenfalls, hier finden wir dann durchaus einige nicht uninteressante Hinweise von Branchenvertretern. Und dann kann man ja mal schauen, wo steht man denn selbst? Also was könnte einen denn am meisten interessieren? Sind es eher die Einreichung von erneuerbaren Energienvertretern oder sind es die Branchenverbandseinreichungen, wo wir ja neben dem BDW zum Beispiel auch den VKU haben und so weiter? Sind es die Energiemarktdienstleister, die dann viel damit zu tun haben, die Abrechnung im Weiteren zu machen und so weiter? Also man findet dann hier, jetzt bin ich zufällig auf einer leeren Seite gelandet, man findet dann hier, und jetzt lädt es auch gerade nicht mehr zurück, man findet dann hier durchaus also nicht uninteressante Hinweise, ne? Fokussierung auf Leistung, was dann für vielleicht verschiedene Anlagen wichtig wäre, ausschließlich Verwendung von im Markt etablierten Normen, oder hier der VKU hat dann zum Beispiel Netzanschlussübergabepunkt muss wichtiger werden, Beschleunigung der Energie-, Verkehrs- und Wärmewende, Rechtsrahmen muss verändert werden, also da auch mehr so, ja, was muss denn vielleicht grundsätzlich noch rundherum passieren? Trennung zwischen netzsicherheitsrelevanten und marktlichen Betrachtungen der Marktkommunikation, was dann sehr, sehr prozessual wiederum ist, etc. Also, was will ich damit sagen? Wer eine Idee davon haben will, was die Meinungen der Branche ist, für den ist diese Impulspapiersammlung des Ausschusses super interessant und noch halbwegs aktuell. Die Sitzung selbst war ja nun Ende April, die Veröffentlichung der Impulspapiere war dann Ende Juni. Also das ist zumindest jetzt im Stand von vor einem halben Jahr. Und das ist dementsprechend für die restliche Veröffentlichungsqualität in behördlicher Hinsicht für den Smart Meter Rollout, ja, das vielleicht noch greifbarste, was man sich überhaupt anschauen kann. Man hört ansonsten einiges. Also wie gesagt, in den Metering Days haben alle gesagt, es muss jetzt endlich mal was passieren. Und dann gab es auch Veröffentlichungen vom Bundeswirtschaftsministerium, wo da Habeck, glaube ich, so ein bisschen scherzhaft wie gesagt hat, wenn es sein muss, müssen wir halt die Dinger per Post verschicken. Also ich glaube tatsächlich, es wird jetzt mal was passieren. Und der Rollout wird endlich mal eine gewisse Geschwindigkeit aufnehmen. Es ist halt auch dringend notwendig. Ich schule immer mal Stadtwerke rund um das Thema, auch vertrieblichen Messstellenbetrieb. Also was kann man neben der Grundzuständigkeit noch so machen? Wie kann man sich da aufstellen? Und am Ende des Tages läuft es immer darauf hinaus, dass wir wirklich neue Geschäftsfelder angehen, weil wir auch neue Technologien ausrollen. Aber diese Technologien müssen dann auch mal ausgerollt werden. Es muss dann auch mal wirklich passieren. Und dafür müssen wir andere Voraussetzungen jetzt mal schaffen. Naja, okay. Im Ergebnis kann ich also sagen, ganz streng genommen ist der Zustand ganz schön lächerlich.
Wir haben im September 2016 das Gesetz veröffentlicht bekommen, das Messstellenbetriebsgesetz, was gesagt hat, jetzt soll es mal losgehen. 2017 haben wir dann angefangen mit den einfachen Geräten, also den modernen Messeinrichtungen. Und 2020 haben wir dann angefangen mit den richtigen, also intelligenten Messsystemen, mit dem Gateway selbst. Und kurz danach wird dann festgestellt, huch, die Zertifizierung der Hersteller war nicht ganz richtig. Und plötzlich ist eine komplette Unsicherheit im Markt. Und natürlich werden dann viele sagen, puh, na gut, dann warten wir vielleicht noch mal ein bisschen. Weil natürlich die Branche selbst sehr konservativ ist. Stadtwerke sind mega konservativ, keine Frage. Naja. Was soll man dazu sagen? Es ist zumindest nicht uninteressant, was man hier alles lesen kann in den gezeigten Dokumenten. Wir verlinken natürlich einfach die Landingpages unten mit in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr euch halt tatsächlich mal anschauen, habt ihr selbst Ideen dazu oder Anforderungen dazu an diesen auch Markt, der dann mal entstehen müsste? Diskutiert das doch gerne hier unten in den Kommentaren. Schreibt das einfach da rein. Ich würde selbst vermuten, dass wir, naja, innerhalb des nächsten halben Jahres auf jeden Fall einen neuen Stand haben werden durch einfach, naja, vielleicht nochmal ein Update im Messstellenbetriebsgesetz und diverse andere Handreichungen aus wahrscheinlich dem Wirtschaftsministerium. Mal gucken, es wird wahrscheinlich was passieren. Das BSI selbst ist ja im Moment auch unter Neustrukturierung, weil ja der noch amtierende Präsident aufgrund diverser Verwicklungen dann ja nicht mehr im Amt ist. Also auch da wird wahrscheinlich nach der Neuausrichtung es endlich mal wieder losgehen können, dass hier was passiert. Okay, schauen wir mal. Ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Stellt eure Fragen auch im Kommentarbereich. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.